Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kostenserver. Da kam jetzt mal ein paar Tage von nichts, denn wir mussten gucken, was wir hier so machen. Im Haus hat sich noch nicht viel geändert, irgendwas, aber hier. So, wenigstens meinte ich, soll jetzt in der Aufnahme mal hier zum Steg kommen. Ich weiß nicht. Edgar! Ja, und da unten ist noch einer. Ich stand vorher hier oben drauf und wollte den hier reinsetzen, dass er hier rauskommt, weil der hing hier fest. Ja, dann ist er im Wasser geflogen. Okay, haben gestern Abend wieder eine Idee gehabt, was wir hier noch bauen können. Mhm. Denn es ist natürlich blöd, wenn man keine Idee hat, was man hier machen kann. Und zwar gehen wir erstmal hier zu unserem... Das kann man eh schon ein bisschen erkennen, wenn man jetzt darauf achtet. Wir haben eine Idee, was man noch hier als diesen Freizeitpark oder auch was auch immer das hier werden soll, bauen kann. Außer den Campingplatz. Und da ist ein Hase. Ja, sehe ich. Also hier ist unser Dings hier. Ich weiß gar nicht, hatten wir in der Aufnahme schon das hier, ja, das Zelt? Ja, hatten wir schon. Wir hatten in der Aufnahme schon gezeigt, den Campingplatz. Okay, wir haben auf jeden Fall hier ein Zelt. Und dann gehen wir mal weiter. Hier habe ich schon wieder eine Treppe gebaut. Ja, die muss aber noch richtig gemacht werden. Ja, ich habe die ein bisschen krumm schief, glaube ich, gebracht oder so. So, dann ist hier oben ein Haus. In dem Haus kann man sich Sachen ausleihen, so gesehen. Und kann auch ein bisschen hier was essen. Da oben kann man sitzen. Hier soll ein Kletterpark reinkommen. Also genau. Hier auf die Höhe. Soll über jetzt Jump'n'Runs kommen. Also ihr kennt wahrscheinlich alle so einen Kletterwald oder sowas. Ach, bestimmt, das wird jeder. Und ja, halt hier kann man sich die Sachen ausleihen. Hier sollen so Klamotten so gesehen hängen. Ja, hier kann man noch sitzen. Und dann oben ist ein kleines Café. Also für eher gesagt, die Leute, die hier arbeiten, können sich hier ausruhen. Ja. Und ein bisschen entspannen. Ja, das haben wir gestern 2-3 Stunden gebaut. Ja. So, und wir fangen jetzt an, ein einziges Jump'n'Run schon mal zu bauen. Denke ich mal. Ich habe noch nie einen Jump'n'Run gebaut. Ich habe auch noch nie eins gebaut, das wird interessant. Ich kann die Kiste nicht dran. Ja, ich hol alles raus, was wir brauchen. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall interessant, weil hier sind erstmal, ihr seht ja gar keine Bäume mehr. Ja, die müssen wir alle noch später pflanzen. Wir müssen die auch mit Bäumen machen, weil meistens, wie man. So, ich gebe dir mal von allen die Hälfte. Sind die Bäume verbunden in Jump'n'Runs? Was ist das mit Seerosen? Hier, da kommen wir was drauf vor. So, wir werden auf jeden Fall gucken, was kann man hier. Also, wir müssen erstmal gucken, wo fangen wir an. Ich würde sagen, wir werden erstmal einen Baum pflanzen. Ja, genau. Ich habe einen schon und ich habe auch Knochenmehl. Also, so. Machen wir jetzt nur ein Stück davon hoch oder direkt vier? Wir werden erstmal hier, glaube ich, anfangen. Hier ist unser erster Baum. Ja, wird der jetzt ein breit oder vier? Wir hätten hier noch ein vier machen können, ne? Dann ist der aber zu groß. Ja, der soll ja groß sein zum Klettern. Nee, das sieht aber dann blöd aus, weil die sind meistens nur oben, die Blätter. Vor allem am Anfang nicht wegmachen! Ja, ist noch nicht weg. Oh, ich wollte nur die unteren Blätter wegmachen, damit man Platz hat. Ja, und? Der war eh nicht so schön. Mach dir mal ein 4. Mach du. Die Musik läuft hier nie weiter. Ich weiß auch nicht, warum. Wir sind ein bisschen näher. Knapp dran, würde ich mal sagen. Wir haben ein bisschen lange gebraucht zum Aufnehmen. Ja. Aber ihr seht dafür um 18 Uhr einen Wunder. Ich sag immer, die Nieße müssen für einen Tag vorproduzieren, aber die will das nicht. Das würde nämlich sehr viel Stress wegnehmen. Dann nimmt man nämlich Zeit genug, ein Video aufzunehmen. Nicht nur 2 Stunden. So, ich würde einfach nochmal hier pflanzen. Mach mal 4. Aber dann ist der zu hoch. Ich will am Anfang erstmal kleine. Nein, und erstmal kleine. Wir werden immer schwieriger. Das ist wie ein richtigen Kletterpark. Das ist auch nicht direkt die größten Bäume. Ja, ich weiß nicht, wo. Da gehst du auch erstmal einen Meter hoch ungefähr. Wow. So. Komm, der kann jetzt wachsen. Oder auch nicht. Ich habe keine Knochen mehr. Hast du noch Knochen mehr? Nein, ich habe gar keinen Knochen mehr. Oh. Jetzt müssen wir es vorher sagen können. Jetzt kann ich die ganze Scheiße wieder zurücklaufen. Ja, dann tschüss. Sehr geil auf jeden Fall. Ich weiß. Auf jeden Fall hatten wir erstmal so diese Phase, wo man halt alles gebaut hatte und dann keine Lust mehr hat, irgendwas noch hier zu machen. Ja, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen. Vor allem, wenn der Böse nicht da war. Shit. ja. Okay. Dann waren wir erstmal 2 Tage selbst nicht auf dem Server. Ich war schon drauf, aber ich hab irgendwie. Nee, ich war gar nicht drauf. Weil ich hatte keine Idee, was ich hier machen kann. Farmen brauchen wir auch nicht, weil wir haben eh so viel. Ja. Das Einzige, was man machen kann, ist halt damit Geld verdienen. Ich will auf jeden Fall irgendwann noch in eine andere Stadt ziehen. Naja. Doch, ich möchte überall bauen. Am besten. So, ich nehme mal hier alles so mit, was ich
brauchen könnte. So, ich komme wieder. Mhm. Keine Frage. Kennt das jemand? Ich weiß nicht. Alle. Ja. So, auf jeden Fall jetzt gut, dass wir wieder hier eine Idee haben, was man machen kann. Also die Jump'n'Runs bauen. Wir werden wahrscheinlich jeden Mal hier einen Jump'n'Run bauen. Weil wir sind, glaube ich, nicht gut in Jump'n'Runs bauen. Ich weiß nicht, ja, ich habe in meinem Leben noch nie einen Jump'n'Run gebaut. Ich kann wahrscheinlich nur so die Standardteile bauen. Also jetzt sowas wie bei Jump League. Das ist erschienen, weil wir das in den Bäumen machen, weil das ist ja immer so, dass das in den Bäumen ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir so Plattformen machen. Ja, der ist scheiße klein geworden. Ja, wir holzen die mal ab. Hoffentlich sind die Stämme jetzt nicht so hoch. Nee. Okay, sind die nicht. Aber wir bauen mal, ich glaube, wir bauen mal den ersten hier hin. So. Wir machen hier. Und vielleicht klappt dieser Trick, den Simon gemacht hat. Warte. Mal gucken. Wird das was? Ja, ist jetzt genauso geworden wie jeder andere auch. Ja, das geht, glaube ich, nur mit Eichenbäumen. Wir müssen das große machen. Der ist jetzt so tief. Ja, aber wenn wir Pech haben, wird er zu groß. Ja, egal. Wir können ja wieder abholzen, ey. Hauptsache, wir kriegen einen schöneren hin als das da. Ja, dann machen wir das mal. Machen wir hier vorne. Machen wir hier. Mal ein bisschen hier vorne noch. So. Bevor die nachher sich irgendwie hier krass kreuzen. Ja. So. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung, weil ich nehme gerade direkt so auf und werde das auch direkt so hochladen. Mhm. Wegen der Zeit, denn wir haben gerade schon über 15 Uhr. Um 16 Uhr soll das online kommen, ne? Ja, sag schon, der ist viel zu groß geworden. Nein, der ist eigentlich perfekt so hoch. Ja, okay, dann machen wir hier direkt noch einen. Wir können halt noch mehr Blätter dran machen. Wir machen hier noch einen, dann können wir direkt hier einen Jump machen. Wir können hier so einen scheiß Leiter-Parcours-Dings machen. Wir machen hier so einen. Ist der auch, nee, der ist nicht in der Mitte. So. Der muss doch nicht ganz perfekt, wir können auch doch, schon der muss auf jeden Fall genau gegenüber sein. So, der ist auch was kleiner geworden, das ist gar nicht so schlimm. Der ist eigentlich viel besser, wir nehmen den hier. Wir machen den hier. Den bauen wir später ab. Nee, den bauen wir jetzt gerade ab. So, ich brauche auf jeden Fall ein paar Leitern. Ja. Wir haben so, dann machen wir wieder ein paar Leitern. Wir brauchen auf jeden Fall Half-Steps. Die Plattformen oben immer drauf, so wo man halt drauf kann. So kenne ich das zumindest immer mit. Ich frage mich eher, wie wir dieses Seilding machen. Also das ich mache eben mal den Shader aus. Weil die Sonne mir gerade ganz ins Gesicht blendet. Weißt du, was ich meine? Man macht ja immer dieses Seil, wo man so da dranhängt, wo man diese Klammerdinger daran macht. Ja, wir können das halt nicht genauso machen. Wir müssen eher so ein normales Jump'n'Run halt bauen. Wir machen mal. Na, ich weiß nicht, wie man sowas baut. Das ist halt schwierig, ne? Ich mach einfach jetzt. Ja, normal. So. So. Mach erstmal so einen ekelhaften Jump'n'Run hier. Den man hier so machen muss. Okay, hier kann man schon gar nicht mehr springen. Okay, das muss man natürlich alles jetzt beachten, dass man hier, dass das auch funktioniert. Normal. Vielleicht so? Nee, das würde nicht gehen. Also zumindest kriege ich das nicht hin. Und wenn ich das schon nicht hinkriege, dann mache ich das auf jeden Fall auch nicht. So, dann machen wir, dass man hier reingeht. Dass man hier einmal rein muss. Man kann das theoretisch auch ohne Leiter machen, indem wir das einfach mal kurz mit Stufen machen. Nee, ich hab schon eine Idee. Man kommt hier oben nämlich raus. Mhm. So, würde hier oben rauskommen. Machen wir eben hier die eine Schicht weg. Dann hier so eine Plattform. Und müsste jetzt hier, machen wir alles schön mit Holz natürlich. Ja. So ein bisschen so. Hätten das mal mit Half-Step machen können. Ja, aber das ist jetzt egal. Wir kommen hier raus. Kann hier dann ein bisschen so schön. Wir müssen überall noch Zäune setzen. Deswegen mach ich das erstmal einen breiter. Ja, ich erinnere mich noch an unseren Ausflug, wo wir im Kletterwald waren. Was haben wir für eine Plattform gehabt? Einfach eine Plattform, die so ungefähr 3x3 war. Was mussten wir machen? Ohne gesichert über, was weiß ich, 2 Meter springen oder sowas. Alter Schwede, wir haben das beim ersten Mal nicht geschafft, dann sind wir dann nächstes Jahr wieder hingefahren, haben wir das einfach gemacht. Es war einfach übertrieben gefährlich. Einfach so, ich mach mal eben eins. Darüber, ne, weißt du noch?
Geh weg. Ich will das Ort bauen. Schafft man den Sprung? Spring mal. Das schafft man den. Das ist ein Dreiersprung. Den anderen machen wir hier. Schafft man den? Das ist jetzt mehr kein Kletterpark. Das ist einfach... Ja, das wird einfach ein Jump'n'Run-Parcours hier überall. Ja, ist das ein... So, da machen wir da... Park. Machen wir mal... Wir ändern aber nachher die Steine noch, ne? Ich weiß noch nicht. Oh, das sieht mega hässlich aus. Passt überhaupt gar nicht hier rein. So, hier kann man auch hinspringen. Ganz locker. Wir wird erstmal am Anfang erstmal einfach. Dann können wir zur Deko schon mal... Nee, können wir nicht machen? Okay. Dann machen wir einmal... Ich will irgendwie so auch ein paar fiese Sachen bauen. Ja. Ich will halt hier nicht aus Steine bauen. Warte, das mach, mach, ich mach so. Mach eine Leiter hier hin. Kann man den schaffen? Gut. Ja. Wenn dann würde ich sagen, für, ich den, glaub, für den Anfang ist das schon mal gut. Dann machen wir schon mal den nächsten Baum. Machen wir hier ja ohne Leiter schaffen. Ja, die ist ja einfach nur so da. Es gibt ja nicht, ich kann ja nicht jeder so einen Jump'n'Run, ne? Oh, das ist perfekt, da kann man direkt in den Baum reingehen wieder. Ja, guck mal, der ist sogar unten zu, ne? Das ist aber komplett. Ja, okay, dann haben wir so eine ganze Höhle hier drin, ne? Oh, das ist aber ganz geil, ganz schlimm. Warte mal, ich muss da nach oben kommen. Warte, ich muss den Jump'n'Run mal eben, das Jump'n'Run mal machen. Das ist doch mega schwer. Weil da kommt ein Zombie. Ja, ich weiß. So, wir machen das mal eben. Denn das Wichtigste ist auch die Parcours. Ja, geil. Fliege direkt mal runter. Selbst zu testen. So, da müsste man hier als kleines Kindchen hier hoch. Oder als Erwachsener natürlich. So, dann machen wir das mal. So. Das kannst du auch ohne schaffen. Ja, ich mach's trotzdem mit. So, und jetzt können wir machen, dass wir hier so eine kleine Brücke bauen. Das. Das ist nur ein Block. Da brauchen wir keine Brücke für. Einfach überlaufen, so. Ja, ich will hier mal eine Plattform bauen. Geh mal weg da. Oh, mach das aus Haus. Jetzt kann man alles mal abändern. Ja, schön. So, dann würde hier eine Plattform kommen, wo man sich wieder ausruhen könnte. Hm. Wo man dann keine Blöcke mehr hat. Auf jeden Fall auch mal wieder runterkommen. Das ist ja immer so, dass das nicht alles durchgeht, nämlich auch so mehrere Stufen. Ja, das will ich jetzt machen. Ich will jetzt machen, dass man hier... Ja, wir haben wir bis jetzt hier nur easy... Für die kleineren, so Kinder. Das muss auf jeden Fall immer alles eins größer sein, wegen dem Zaun. Für die Kinder ist das niemals so hoch direkt. Bei den Kindern. Wo wir das hatten, war das vielleicht ein Meter nur hoch. Und wie ist es nicht. So, jetzt ist das symmetrisch. Zwei hier und zwei hier, okay. Jetzt würde ich gerne so machen. Theoretisch wäre das symmetrisch, jetzt wenn du es so machen würdest noch. So, dann machen wir das mal von hier hinten. Hier runter muss. Wieder schön mit den Leitern. Oh, scheiße, falsch gebaut. Aber auch nicht ganz runter, sondern man hier auskommt. Und. Nee, das ist schwarz. Da ist es symmetrisch. So, dann machen wir hier wieder eine schöne Fläche. Mach doch mal hier ohne Leiter, dass du einfach hier runter springen musst. Nein, die sollst du schon nicht verletzen. Was treibt sonst nicht hoch? So, und jetzt machen wir wieder einen Jump'n'Run, der geht aber nach hier rechts rüber. Nein, oder man springt ins Wasser. Nein, das Wasser kommt dann noch weg. Oder bleibt so, dann. Den Sprung schafft man hier, oder? Boah, der wird ein bisschen schwer, weil hier die Decke drüber ist. Das müssen wir eben testen. Hinter, wir machen erst nur leicht. Ja, okay, den schafft man. Den schafft man. Der wird jetzt immer schwieriger, ne? Ja, das musst du aber erst machen, musst du erst mal wieder eine neue Plattform machen. Also neu anfangen. Du kannst doch nicht direkt von leicht auf schwer gehen, sozusagen. Oh Gott, wie viel Zombies? Ja, weiß ich noch nicht. Also guck mal. Versuch ja, du mal den Sprung? Das, ja, musst das mein ganzes Job nur neu machen, ne? Ist das schon. Also bis jetzt, glaube ich, noch sehr, sehr einfach. Ja, wahrscheinlich. Machen wir hier rüber. Ach, hier geht's runter. Da. Wo geht's denn hin? Wo bist du denn? Ach, hier ist ein Baum hier wieder runter, ne? Das muss man auch markieren, am besten mit Schildern. Ja, weil... Das kann man mich von da oben einfach runter... Ah, da kommen ja eh Zäune vor. Ich konnte gar nicht... Ich konnte gar nicht springen. Ich konnte da springen. Ich nicht. Weil ich nicht... weil die Leertaste wieder nicht ging. So, wir müssen natürlich schon mal alles so bauen, dass man nicht abkürzen kann, wie ich es gerade gemacht habe. Mhm.
So, hier wieder runter. Nein, das ist nicht gut, nicht irgendwo. Hier kann man nicht springen, hier ist ein Dach drauf. Ich kann da springen, ich bin da eben auch gesprungen. Ja, das ist schon ein bisschen zu schwer für die Leute, ne? Ach, Quatsch. So, wo kommt man denn jetzt hin von hier aus? Das ist ein bisschen komisch, ne? Wie du das gemacht hast. Ist das nicht ein bisschen bescheuert? So, nach unten? Dann wäre das die erste Stage. Wir machen da unten, wir bauen da unten. Kannst du mal, warte, ich hab selbst. Ich mach mal Zäune. Und dann markieren wir mal ein bisschen was. Ich muss da wieder hoch. So. So, warte mal, ich muss eben wieder hoch. Oh, natürlich. Falle ich alles wieder runter. Und diese ganzen Zombies. Ja. Ja, die Musik läuft wieder nicht. Geil. So, ganz kurz die Musik wieder an. So. Man auch nicht hier runterfallen kann, machen wir noch zur Sicherheit so. Die Werkbank hier wieder weg. Geh weg. So. Okay. Geh weg hier, Leute. So, lass uns weiter hier bauen. 30 Level. Geil. Mit meinem Dierschwert mit Bann. Nee. Doch, kann man eigentlich machen. Kann man machen, dass man hier so hinkommt und dann kommt man hier hin und dann hier hin. Okay. Obwohl, nee, das ist doof, wenn das hier im Baum endet. Weil dann weiß man nicht, wo man anfängt. Okay, so. Nehmen wir den Werkbank mit. Nehmen wir hier alles absichern. So. Guck mal. Wo bist du? Warte mal, ich muss die Plattform hier erstmal wieder weitermachen, weil du... Ich versuche das einfach nochmal. Sonst würde ich sagen, war es auf jeden Fall schon mal mit der Folge. Ich glaube, die ist lang genug geworden. So, hier würde man so springen. Jetzt einmal natürlich immer selber testen. Ja, und hier soll man sich nicht brechen, ne? Wenn man diese so runterspringt. So. Dann ernst hier in den Baum rein, ne? So, dann müsste man hier runter. Also auf den Block hier unten komme ich nicht drauf. Auf den letzten Block. Warte. Erstmal. Springst hier runter. Springst dahin. Ja, und danach, der Sprung ist ein bisschen, das war nicht der Stehheber. Ist egal, ja. Machen wir so. Springen wir von da nach hier runter. Wow. Warte, ich noch einmal testen. Ey, wie sieht das denn hier aus? Ja, ich sag ja, vielleicht kann man das irgendwie nochmal neu bauen. So eine Höhle rein, einfach hier so rein, so eine Tür. Ja, da machen wir das zweite Parcours, machen wir den zweiten Parcours in den Baum rein oder so vielleicht. So, jetzt einmal nochmal testen, zack, zack. So, hier ein bisschen so. Oh Gott, ey. Springt er natürlich wieder nicht. So, letzter Versuch. Auf jeden Fall mega strange hier. Das wird eh noch ein bisschen schöner gemacht, ey. Mit Sternen finde ich das mega hässlich. Oh, komm, ich muss einmal mich konzentrieren. Komm, ich mach das direkt mal mit. Ich springe aber direkt hier hoch. Bin Zeit gespart. So, und dann machen wir so. Perfekt. So, dann kann man hier einmal schön rumgehen. Hä? Ach ja, hier muss man hier runter. Ja, geil. Okay, ich würde trotzdem sagen... Doch, wir einfach um den Baum rum. Das sieht ein bisschen sehr, sehr komisch aus. Geschafft. Ja, ach, deswegen meine ich das. Wir müssen das entweder noch mit Holzblöcken machen oder mit Stufen, dass das schön einfach aussieht. Als so. Ja, aber das... Der Baum sieht übertrieben bescheuert aus, ey. Ja, den reißen wir nochmal ab und bauen einen künstlichen Baum hin oder so. Keine Ahnung. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und dann macht's gut, bis... Huch. Nachher oder morgen. Ja, bis dann. Wir sehen uns. Ciao.